Würde ich Sie bitten, auf der anderen Seite einzusteigen? Mhm. Gehe ich vorne rum? Ja, gerne. Ja, gehe ich vorne rum. Dann treffen wir uns im Auto. Ja, Frau Wehrbeauftragte, herzlich willkommen im Führungsfahrzeug. Herzlichen Dank. Wo darf ich Sie denn hinfahren? Es wäre sehr schön, wenn wir zu meinem Amt fahren könnten, zu meinem Büro. Das ist in der Neustädtischen Kirchstraße. Und dann könnte ich nämlich da aussteigen und mich dann den Akten und Eingaben weiter widmen. Wunderbar, dann machen wir das. Ja, wenn das passt, ja, freut mich das. Gerne. Sie waren ja hier heute beim Cyber Innovation Hub zu Besuch. Wie wichtig ist denn so eine Digitaleinheit für die Bundeswehr wie der Cyber Innovation Hub? Das ist richtig wichtig. Ich war auch nicht zum ersten Mal hier, weil erstens Digitalisierung ein Megathema bei der Bundeswehr ist, aus unterschiedlichen Gründen. Also Prozesse natürlich digitalisieren, aber auch zum Beispiel elektronische Gesundheitsakte, elektronische Arbeitszeiterfassung. Weil wir brauchen die kleinen, feinen Einrichtungen, die jenseits der eingetrampelten Pfade etwas entwickeln und die kreativ sind und die mal out of the box denken. Und deswegen bin ich tatsächlich ein Fan vom Cyber Innovation Hub und habe es jetzt auch schon zweimal lobend in meinem Jahresbericht erwähnt, weil wir sowas natürlich in der großen Organisation Bundeswehr auch brauchen. Unterstützt der Cyber Innovation Hub die Bundeswehr auch bei der Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft? Absolut, und zwar richtig tatkräftig. Ich bin zum Beispiel sehr beeindruckt und ich bekomme viele positive Rückmeldungen von Soldatinnen und Soldaten in den Gesprächen, die ich führe, zu der App, mit der die Bahnreisen geplant und gebucht werden können. Das ist sehr pragmatisch. Oder ich war auch sehr beeindruckt, das habe ich bei meinem ersten Besuch hier erfahren, dass Cyber Innovation Hub auch ein Format entwickelt hat, elektronische oder digitale Sprechstunde, also dass mit der Sanität dann, mit den Ärztinnen und Ärzten, die Soldatinnen und Soldaten eben nicht reisen müssen, sich nicht persönlich vorstellen müssen, sondern auf digitalem Wege auch im Gespräch über die Probleme, die da bestehen, über die Erkrankungen, über Behandlungen und so weiter sprechen können. Und da war ich auch sehr beeindruckt von. Und wie gesagt, ich bekomme zu den Entwicklungen des Cyber Innovation Hub aus der Truppe heraus positive Rückmeldungen, vor allen Dingen, weil es schnell geht und weil es pragmatisch ist. Frau Höge, Sie sind sehr viel in der Truppe unterwegs. Ja. Wie ist denn aktuell so die Stimmung in der Truppe? Aber der Krieg in der Ukraine beschäftigt natürlich alle. Das ist das Erste und auch das Prägende. Und das Zweite ist, ich will es mal so sagen, es gibt ja auch gute Entwicklungen und gute Nachrichten vor dem Hintergrund des Krieges. Mir fällt das ganz schwer, das in Worte zu fassen, aber es gibt zwei gute Nachrichten. Erstens, es soll ein Sondervermögen geben. Ich hoffe, dass das kommt, dass der Bundestag das beschließt. Das heißt, es wird mehr Geld für die Bundeswehr geben, um das, was dringend benötigt wird, auch anzuschaffen. Das ist eine gute Nachricht in schlimmer Zeit. Und das andere ist, und das spürt die Truppe auch, Sie haben ja nach der Stimmung gefragt, es gibt wieder ein Interesse für die Bundeswehr. Ja, die Bevölkerung, unsere Gesellschaft, der Deutsche Bundestag, alle beschäftigen sich ja im Grunde genommen mit nichts anderem mehr. Und da spielt natürlich die Bundeswehr eine große Rolle. Und ich glaube auch viele, ich will es mal so sagen, denen die Bundeswehr bisher egal war oder die sich nicht wirklich dafür interessiert haben, merken jetzt, wofür wir die Bundeswehr haben. Wir haben ja, ich sag mal, gutes Material, wir haben eine professionelle Ausbildung. Wie wichtig ist dann auch das Mindset, die innere Führung jetzt gerade auch in der Krise? Das ist ganz entscheidend, denn natürlich die militärischen Fähigkeiten, natürlich Material, Ausrüstung, alles, Infrastruktur auch, spielt alles eine große Rolle. Aber das, was zwischen den beiden Ohren stattfindet, das gehört natürlich dazu. Also Mindset ist ganz wichtig und es muss dazu kommen, also eine körperliche Fitness, militärisches Handwerk plus mentale Gesundheit und die richtige Einstellung, nicht? Also die Werte. Unser Grundgesetz, das, was verteidigt wird, das, was vertreten wird, das gehört alles dazu. Und nur das zusammen macht dann den guten Soldaten die gute Soldatin aus. Das heißt also, der Mix muss eigentlich gleichwertig sein. Man sagt, eine professionelle Ausbildung auf den Übungsplätzen, aber auch eine professionelle Ausbildung am Zentrum Innere Führung. Absolut. Aber Sie haben ja eine schöne Strecke gewählt, hier an der Spree entlang. Wunderbar. Ja. Die Ausflugsdampfer sind wieder gut gefüllt. Dieses Jahr habe ich letztes Wochenende erst gemacht. Mhm. 3 Stunden war echt schön. Haben Sie die Brückentour gemacht? Die Brückentour, 3 Stunden, ja. Das klingt danach toll. Das die ist großartig. Ach, das ist die beste Tour, ja, finde ich. Ja, aber die ist toll. Ja. Wirklich klasse. Also, ach, das freut mich. Nee, ja. Viel gelernt. Mhm.
Sie sagten ja auch gerade, das ist ja Ihr alter Wahlkreis. Ganz genau. Hier, ne? Ja, ich war 11,5 Jahre Bundestagsabgeordnete und ich habe den Wahlkreis Berlin-Mitte im Deutschen Bundestag vertreten. Ich habe ihn 3-mal direkt gewonnen für und mit der SPD und war hier die Abgeordnete und 380.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Oh ja, ganz unterschiedliche Kieze. Wir sind ja hier in Moabit, nicht? Aber Berlin-Mitte ist Ost und West. Nicht? Alt-Mitte ist ehemals Ost-Berlin, Wedding und Tiergarten. Und jeder Kiez ist anders. Ja. Ja, deswegen, ich habe das mit viel Leidenschaft und sehr begeistert gemacht. Und war ja auch nicht auf der Suche nach was Neuem. Und mich hat ja selber sehr überrascht der Vorschlag, ob ich Wehrbeauftragte werden könnte, wollte und mich da zur Wahl stelle. Und davon war ich aber auch sehr begeistert. Also macht Ihnen Spaß, das Amt? Ach, jeden Tag. Großartig. Ich treffe erstens so viele tolle Soldatinnen und Soldaten. Jeden Tag habe ich mit tollen Leuten zu tun. Das erfüllt mich wirklich sehr. Also wirklich jeden Tag eine Freude und Ehre, dass ich das Amt ausüben darf. Und auch die Kombination mit Parlament. Ich war wirklich mit Leidenschaft auch Parlamentarierin. Und das ist ja etwas ganz Besonderes, dass wir eine Parlamentsarmee haben. Und als Wehrbeauftragte für den Deutschen Bundestag arbeiten zu dürfen. Ich bin ja, so heißt es im Gesetz, Hilfsorgan des Deutschen Bundestages. Und das ist natürlich eine schöne Kombination. Bundestag plus Truppe. Finde ich prima. Ja. Aber wie kann ich mir Ihren Alltag vorstellen, Frau Högel? Also ich kenne es, man wendet sich an die Wehrbeauftragte, wenn es irgendwo hakt und man nicht weiterkommt oder man sagt, da fühle ich mich ungerecht behandelt. Mhm. Wie geht man damit um? Wenn man, also in meiner Welt stelle ich mir so vor, Sie kriegen dann jeden Tag Dinge auf den Schreibtisch, die nicht gut laufen. So ist das. Also erstens, wir bearbeiten ungefähr 4.000 Fälle im Jahr. Und von diesen 4.000 Fällen waren im letzten Jahr 2.606 persönliche Eingaben von Soldatinnen und Soldaten. Und natürlich schreiben die, wenn etwas nicht gut läuft, wenn sie gerne eine Lösung hätten für ein Problem, wenn sie sich über was beschweren wollen, wenn sie eben was ansprechen wollen, was verbessert werden muss. Und wir bearbeiten das dann, wie gesagt, und erstens unter Hochdruck, zweitens trotzdem sorgfältig. Wir holen dann natürlich Stellungnahmen ein und dann bekommen die Petentinnen und Petenten eine Antwort von uns. Und ich darf Ihnen sagen, ich lese jede einzelne Eingabe höchstpersönlich. Das ist mir nämlich ganz wichtig als Wehrbeauftragte, dass ich weiß, wie schreiben Soldatinnen und Soldaten, was schreiben sie. Und ich lese, sobald die Eingabe kommt, lese ich sie auch selber. Die Zuschauer sehen es jetzt nicht, aber das ist so typisch Berlin. Da vorne war jetzt gerade Blaulicht, das Motorrad, also die Straße war jetzt gerade gesperrt. Ja, ist Macron noch da? Ja, ich hab mich auch gerade gewundert. Ja, hinter uns waren auch so zwei, drei schwere Limousinen noch. Die abgebogen sind, wo ich dachte, man darf da gar nicht abbiegen. Ja, das haben wir hier in Berlin-Mitte natürlich häufig, Staatsbesucher. Nicht? Und das ist immer spannend, wer ist gerade da. Gestern die schönen Bilder, Macron und der Bundeskanzler Olaf Scholz vorm Brandenburger Tor, angeleuchtet mit den Farben der Ukraine. Das war natürlich auch etwas ganz Besonderes. Ne? Hab mich sehr drüber gefreut. Nee, das beschäftigt hier uns sehr. Verkehr ist hier in Berlin-Mitte ein Thema. Ja. Sind die jungen Leute, man sagt ja auch viel, die sind da alle bei Instagram, bei TikTok, da am Handy, ist quasi an die Hand gewachsen. Die jungen Menschen, die heute zur Bundeswehr gehen oder auch schon sind, wissen die vom scharfen Ende des Berufs, dass es im schlimmsten Fall bedeutet, ich muss mein Leben geben oder noch schlimmer, ich muss jemand anderes töten? Viele wissen das. Viele entscheiden sich auch in dem Bewusstsein für die Bundeswehr oder auch sogar deshalb, weil sie sagen, ich will alles geben, ich will das einbringen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass bei der Erstberatung, bei den Gesprächen, die dann folgen, wenn sich jemand interessiert für die Bundeswehr, in den Karrierecentern die Beratung auch noch intensiviert werden muss. Weil ich nehme schon in meinen Gesprächsrunden auch wahr, dass die Gespräche nicht immer optimal geführt werden. Das ist auch Sender und Empfänger. Nicht? Das hängt viel an gelungener Kommunikation. Aber ich finde, alle, die junge Leute beraten, müssen schonungslos darlegen, worum es geht. Das ist kein Job für jeder andere. Das ist keine Kfz-Werkstatt, keine Verwaltung, sondern das ist Soldat, Soldatin zu sein, mit all den Entbehrungen auch, Vereinbarkeit, Familie und Dienst, die Unterkünfte, auf die man trifft, die Rahmenbedingungen. Das muss schon, oh, jetzt sieht es hier schön das aus, sieht ja mit schön. Den weißen Mäusen, genau, aha. Aber das ist nicht Macron, das ist eine andere Flagge. Belgien. Das müsste Belgien gewesen sein. Ach, wie schön. Genau. Na, gucken wir hinterher mal nach. Ja. Aber jetzt kommt das Fahrzeug mit der grünen
Flagge drauf und dann geht es gleich weiter. Ja, also jedenfalls, das muss gut beraten werden, denn ich treffe schon manchmal auf junge Leute, die dann nicht optimal beraten wurden und das muss besser werden. Wir hatten die Kabul-Evakuierungsoperation, wir hatten Corona, wir hatten die Flutkatastrophe im Ahrtal, wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine. Den Menschen hier in Deutschland wird denen vielleicht jetzt bewusster, wie wichtig es ist, auch eine Armee zu haben? Definitiv. Ich habe immer gesagt als Wehrbeauftragte, wir brauchen diese Wertschätzung im Kernauftrag, bei der Kernaufgabe. Nicht nur Krise und Pandemiebekämpfung. Und deswegen war auch die Evakuierungsoperation wichtig, um deutlich zu machen, wofür wir eine robuste Armee brauchen. Ja, eben eine ist gut, wenn wir eine haben, die auch Amtshilfe gut macht. Ja, aber wir brauchen natürlich die Wertschätzung für den eigentlichen Auftrag der Soldatinnen und Soldaten. Und jetzt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, denke ich, wird das auch deutlich. Ja. So. Ja, jetzt endlich haben wir grün. Die Polizei ist weg, aber wir konnten das ja gut füllen. Ja, ist doch mit unserem Gespräch. Ist ja auch so ein schönes Wahrzeichen von Berlin. Das ist ein schönes Wahrzeichen, ganz genau. Und ich habe immer zugesehen, dass ich in der Nacht, wenn es möglich war zu plakatieren, hier rund um die Goldelse plakatiert habe, weil das natürlich ein Premiumplatz ist. Und da ging es immer darum, wer ist der Erste oder die Erste. ja, ist wichtig. Welche Bedeutung hat Musik für Sie? Hören Sie gerne Musik? Ja, sehr gerne. Musik hat über mein Leben eine Bedeutung. Also ich setze auch bestimmte Etappen meines Lebens, bringe ich in Verbindung mit einer bestimmten Musik. Haben Sie ein Lieblingslied oder ein Lied, was Sie gerne hören? Ich höre sehr gerne die Eurythmics. Sweet Dreams wäre zum Beispiel super. Ist ja auch was Positives, Sweet Dreams, vielleicht das. Das wäre auf jeden Fall schön und das ist ja auch ein schöner Ohrwurm. Ne? Ich merke, Sie sind eine sehr positiv eingestellte Person. Das ist schön, wenn Sie das so feststellen. Sie kommen super sympathisch rüber, sehr, sehr, sehr lebensbejahend, sehr positiv. Aber gibt es irgendwas, wo Sie mal sagen, das bringt mich auf die Palme? Also in der Truppe bringt mich Infrastruktur auf die Palme. Ja, der Zustand der Kasernen, ja, die Unterkünfte, die Truppenküchen, das fehlende WLAN, das bringt mich wirklich auf die Palme. Ich möchte gerne, wenn ich als Wehrbeauftragte den Jahresbericht schreibe oder über die Truppe spreche, nicht nur über Fehler, Mängel, Versäumnisse sprechen, sondern ich hoffe, das ist auch aufgefallen, schon im Jahresbericht 2020, aber jetzt auch 2021 sind die beiden, die ich ja bisher jetzt auch verantwortet habe, auch gute Beispiele aufgelistet. Dinge, wo wir vorangekommen sind, wo wir Lösungen gefunden haben. Weil ich persönlich finde, es wird der Truppe auch nicht gerecht, wenn wir immer nur über Mängel, Fehler und Versäumnisse sprechen. Und ich muss natürlich gucken, bei mir landen Mängel, Fehler und Versäumnisse, dass ich mir auch einen Blick für die guten Beispiele auch bewahre. Jetzt sind wir ja gleich auch schon am Ziel unserer Reise. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Sehr gerne. Darf man bei Ihnen Fehler machen? Also selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich werbe geradezu für eine andere Fehlerkultur in der Bundeswehr, in der Politik, in der Gesellschaft. Wir brauchen Mut, Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude. Und wenn wir das haben wollen, dann müssen wir auch mit Fehlern umgehen. Und zwar nicht, dass ein Fehler nie wieder gut gemacht werden kann, dass Fehler nicht gemacht werden dürfen. Natürlich versuchen wir, alle Fehler zu vermeiden. Ja? Es geht nicht darum, Fehler zu machen. Aber wenn Fehler gemacht werden, sie gehören dazu. Try and error. Und wir kommen vom Cyber Innovation Hub, gerade in der digitalen Welt, bei den modernen, kreativen Menschen, die müssen ausprobieren. Daher kommt ja auch Try and error. Und deswegen gehört eine Fehlerkultur dazu. Es gehört eine Akzeptanz von Fehlern dazu. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, Fehler helfen uns, besser zu werden, aus Fehlern zu lernen und es beim nächsten Mal anders und eben besser zu machen. Und deswegen darf man auch bei mir, in meinem Umfeld, meine Kolleginnen und Kollegen, auch im privaten Bereich, ja, man darf auch Fehler machen. Herzlichen Dank. So, wenn die Dame jetzt keinen Fehler macht, hüpft sie mir nicht vors Auto. Ich glaube, das Auto ist so spannend, dass ich erst mal gucken wollte, was sich dahinter verbirgt. So, jetzt sind wir in der Neustädtischen Kirchstraße, da hinten an der Ecke. Oh, da ist aber schön da.
Ja, das ist wunderbar. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir mit den 64 Kolleginnen und Kollegen in einem Haus sitzen. Das ist gut für den Teamgeist. Wir sind zentral zum Deutschen Bundestag. Das ist auch wichtig. Kurze Wege, trotzdem kein langer Weg zum Ministerium. Auch das ist wichtig. Und wir sitzen zwischen Café Einstein und dem Bahnhof Friedrichstraße. Also auch sehr zentral in Berlin-Mitte. Und das ist wirklich ein guter Ort und ich fühle mich hier pudelwohl. Habe hier ein schönes Büro, treffe viele spannende Menschen und kann hier meine Akten gut studieren und viele gute Gespräche führen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Das war toll, hier mit Ihnen zu fahren. Ich bin jetzt ganz gespannt auf das Ergebnis, nicht auf den Film. Und ich darf Ihnen auch danken für Ihr Engagement, für die Themen, für innere Führung. Und darum geht es ja auch, nicht, die Soldatinnen und Soldaten zu stärken, zu unterstützen. Und daran arbeiten wir gemeinsam. Und das machen wir weiter. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Das würde mich auch freuen. Ja. So machen wir das. Ich habe nur die Kette gesehen, ich habe die Brille nicht auf. Ja, also nicht alles mit Kette ist ein Leo.